Augen auf, Hirn zu. Hier sind wir, Brain is back, bin hier mit Fenerfale. Und ich mit Saffron. Und hier ein Angstmulti ausschalten. Ja, einen Moment. So. Ja. Ich würde nach. Na. Ich will jetzt endlich mal gegen den Arkham Knight. Das war mir jetzt so richtig ziemlich klar, im Nahkampf kämpfen dürfen. Hier noch. Okay. Sehr cool. Ja. Das ist ein Vayne-Klon. Bist du noch nicht, dunkler Ritter? Was jetzt? Ein Computer? Oh, natürlich. Er haut eindeutig der Stroke. Ich denke nicht. Okay. Au. Frames. Wow. Cool, ich kann auch mit Sachen werfen. Ja, das haben wir irgendwann gelernt. Oh, da ist ein Sunny, den hättest du vielleicht besser ausschalten sollen. Bist du nicht mehr so stark, was? Oh, jetzt ist er eh schon kaputt. Au. Versuch jetzt, mich zu sch... Was denn jetzt kaputt? Das war, glaube ich, so ein Ritzelstab-Ding oder so. Alter! Die Frames machen mich gerade total tot. Ich weiß. Wie soll man da ordentlich reagieren, wenn man nicht sieht, was passiert? Okay, du hast Klingen. Du musst jetzt mal aus dem Verkehr gezogen werden. Ja. Ein Dicker mit Klingen ist nämlich ganz übel. Wo ist der Knight? Vielleicht ist der Knight ja auch wirklich ein tatsächlicher Computer. Oder einfach ein Klon von uns. Ein Computer. Der Arkham Knight. Hast du einen Namen? Leider nicht, Sir. Von den Patienten aus Arkham, die nicht wieder eingefangen und nach Arkham City geschickt wurden, ist niemand in der Lage, solch einen Angriff zu organisieren und anzuführen. Ah. Er ist kein Geist, Alfred. Er wurde ausgebildet und er hegt einen Groll. Erweitere die Suche auf alle Personen, die... Ich meine, Bane wäre quasi... Sir? Ja, eigentlich das Gegenstück zu Batman. Mit gleich viel Wissen und gleich viel Kraft. Und er weiß, wie man Milizen anführt, aber... Ja. Das passt einfach nicht auf Banes Art und Weise. Nee, es ist auch nicht Bane. Banes Körperbau ist einfach... Ja, A, Banes Körperbau, Banes Art und Weise und... Halt! 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 Wo... Was zur Hölle? Ich weiß nicht, warum der jetzt auf einmal rückwärts gefahren ist. Kannst du dich immer noch sehen, Batman? Den Schrecken in ihren Augen. Wir haben vor allem auch noch keine wirkliche Interaktion mit... Uhuhu! Mit Scarecrow gehabt. Raketen gegen Raketen. Naja. Du hättest das Ding einfach übernehmen sollen. Das wäre viel lustiger gewesen. Du hast dich ziemlich gut austricksen lassen. Sind zerstört. Ich rufe den Batwing und starte die Suche nach dem Cloudburst. Lade die Ergebnisse in den Uhrenturm hoch, wenn es soweit ist. So, was... Okay, jetzt da wir mit Kriegsspielen fertig sind, lass uns etwas Spaß haben. Wir wechseln uns ab. Du machst irgendwelche, keine Ahnung, Tatortuntersuchungen oder begibst dich auf Riddlers neurotastische Schnitzeljagd und ich fahre ein paar Leute mit dem Batmobil platt. Klingt okay. Fair. Dass ich dir wieder die Kontrolle über deinen Körper überlasse, sobald ich fertig bin. Ach, deshalb machen wir die ganzen Leute platt, weil das eigentlich Joker ist. Ja! Macht so viel mehr Sinn und ich habe keine Kontrolle über was ich tue. Ja, ich glaube halt auch wirklich... Okay. Ich bin noch nicht bereit, diesem Spiel abzunehmen, dass tatsächlich Barbara tot ist. Noch nicht ganz. Hopp! Ja, bitte. Ich habe es endlich mal geschafft. Was? Ins Auto reinzufallen. Oh, es gibt Infos zum Pinguin. Zum Pinguin? Oh. Zu dir gibt's nix. Was ist das Fall? Die Checkpoints. Ja. Oh, damit sich die Fahrzeuge zurückzieht, das ist gut. An der Perdition findet sich ein Milizkontrollpunkt. Damit ist jetzt Schluss. Hey, frag den mal aus. Oh, jetzt haben die in der Stadt rumlaufen schon. Schusswaffen, das ist mies. Reden wir.
über den Riddler. Woher weißt du denn das? Danke. Na toll. Au! Also er wird echt immer brutaler. Ich glaube, er hat einfach keine Zeit mehr im Netz zu sein. Okay. Wo will ich denn jetzt hin? Und die Aussetzer werden mittlerweile auch wirklich immer schlimmer. Naja. Au. Da lang! Ich hoffe, sie schicken die Nationalgarde. Wie machen Au. Da. Ah. Und. Hallo. Das hat uns gerade irgendwie nicht mehr viel zuzusetzen. Ich fahre da halt jetzt rein. Ah, benutze den Detektivmodus. Steuerung des Kommandanten finden und den Kontroll- Oh, ich dachte, ich kann das funktioniert jetzt. Was bist du denn? Bist du der Kommandant? Bist du der Kommandant? Dafür hast du wirklich die Detektivsicht gebraucht. Okay. Alle Einheiten, wir haben einen Checkpoint verloren. Das war ein leicht verdienter Punkt. Batman greift an. Das mache ich gleich nochmal, wenn das so einfach ist. Ja, wir fahren rein, überfahren einfach alles mit unserem Panzer und fertig. Okay, Riddler. Genau, Riddler. Jetzt können wir es ja endlich machen. Ich bin unterwegs zur Divinity Church. Riddler wird nicht aufgeben, Alfred. Stolz ist das nicht zu. Sie werden seinen Willen brechen, Sir. Das hat aber auch der Arkham Knight jedes Mal sofort abhaut nach jedem Schlagabtausch. Ja, also der hat. Ich weiß nicht, er tut immer so, als wäre er der Beste und pipapo. Er war gerade mit. 10 Männern oder was? Ja, okay, 5. Ja, immer noch fast 10 Leuten und er allein gegen mich. Alleine. Das unerforschte Leben ist nicht lebenswert, Detektiv. Warum also lasse ich mir von dir so auf der Nase herumtanzen? Ja, gute Frage. Lügner und Betrüger. Ein verkleideter Kraftprotz mit teuren Spielzeugen. Oh, das, ich hatte vergessen, wie schlimm die Aufzugfahrten sind. Star City ist, glaube ich, die Stadt von Green Arrow. Keine Ahnung. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Ich mach das nur, weil ich Catwoman mag. Oh. Und ich dachte, du machst das, weil du den Riddler magst. Okay. Er ist immerhin unser Erzschurke jetzt, wo Joker tot ist. Okay, ich kann hier. Willkommen, Detektiv in der Gosse, die ich dich sprichwörtlich und wahrscheinlich auch tatsächlich runterspülen werde. Die Winde einsetzen und. Das Ziel dieser aquatischen Untersuchung könnte nicht einfacher sein, Detektiv. Senke den Wasserspiegel. So. Zuerst allerdings ist es Zeit für ein Rätsel. Löse dies, Detektiv. Was tun Fledermäuse beim Heimkommen? Ah! Was? An die Decke hängen? Scheißen? Nein. Es geht darum, dass du hier unten in der Mitte irgendwie das Richtige. Ja. Lass mir mal hier die Hinweise an der Wand angucken. Ich glaube nicht, dass Kapau. Die irgendwas bringen. Da unten ist ja der Spezialparkplatz für uns, ne? Soll ich mal aussteigen und runterfliegen? Ja. Schau dir das mal an. Ah, doch, hinhängen. Nein? Das wirst du wohl kaum rätseln können. Das hatte ich, glaube ich, gerade gekillt, weil du irgendwie gegen die Wand bist. Anscheinend. Was? Ich habe keine Ahnung. Willkommen, Detektiv in der Gosse, wie ich dich sprichwörtlich und wahrscheinlich auch tatsächlich unterspülen werde. Schöne Wasserphysik. Sind auch gar nicht viel zu heftig. Also, schau mal, da sind unten grüne Säulen. Ja. Ich sehe, wahrscheinlich muss ich von einer zu einer anderen hüpfen. Löse dies, Detektiv. Was tun Fledermäuse beim Heimkommen? Ah.
Okay, da wo jetzt die... Geh noch mal hoch. Ja. Also, hier war ja die 2 und... Yeah, jetzt dreh ich in die andere Richtung. Ja, da ist die... Und da ist... Hier ist das hintere und die müsstest du wohl alleine, damit du... Damit das Wasser abfließen kann. Meinst du? Aber ich kann ja eigentlich nichts machen, außer... Also im Moment sind die Bumper auch schon weg. Soll ich an der... Aber mit dem Batmobil reinfahren ist eine schlechte Idee. Moment, nein, mit dem Batmobil reinfahren ist eine gute Idee. Wieso? Sind wir wasserdicht? Nein. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Warte mal, wo ist das Park? Da, das macht keinen Sinn. Okay. Lass mich nicht hängen, Detektiv. Die Antwort liegt genau vor deiner Nase. Du musstest am richtigen, musst du dich runterhängen lassen. Und dann... Achso, und dann kann ich mich auswerfen lassen, wenn es am richtigen hängt. Um was zu tun? Ich würde mich mal an die 2 hängen. Meinst du? Okay. Bin noch langsamer, wenn die Winde eingeklinkt ist. Au! Okay. Und jetzt könnte ich zum Park... Da ist der Parkplatz. Da muss mein Auto hin, denke ich. Ja. Da muss ich... Ich muss das... Aber wie kann ich das bewegen? Das frage ich mich auch. Fahr nochmal hoch. Also du musst dich irgendwo hängen lassen mit dem Auto. Das tust du ja gerade. Das ist ja auch das Rätsel. Vielleicht muss ich erst in den... Moment. Ich probiere es doch nochmal, was ich dachte. So. Dahin. Und dann... Du kannst ja mal auswerfen lassen und schauen, was passiert. Nichts gescheit. Nein. Was zur Hölle, wo hast du dich denn auswerfen lassen? Gut, dann geh mal auf die 1. Nein, nicht so tief! Geh mal auf die 1, da kannst du dich wenigstens runterfallen lassen. Würdest du bitte auf die 1 gehen? Den einzigen, den du noch nicht probiert hast. Ja. Fahr hoch. Was zur Hölle? Jetzt hat er dich schon getauntet. Da kannst du dich wenigstens runterhängen lassen. Stimmt. Aber kann ich das... Au! Ja, natürlich. Und da, wo Parking ist... Da musst du stehen bleiben und dann ich mich jetzt darüber aus grün und dann kannst du dich auswerfen lassen. Sag ich ja. Ja, jetzt. Und jetzt musst du hier einen Hebel hin. Ja, und dann geht's weiter. Abgesenkt. Das Wasser ist zwar flacher, aber zu tiefgründig für dich. So. Und jetzt wahrscheinlich an die 2 hängen. Na, jetzt muss man gucken halt. Ich will... Wo ist das Pi-Zeichen von der dritten Stufe? Da... Ja, ich will... Von der zweiten Stufe. Da ist das Pi-Zeichen. Ich muss das jetzt... Genau. Ja, an der 2 runterhängen lassen und drehen. Ja, aber du könntest dich theoretisch auch an der 3 runterhängen lassen und drehen, aber es ist... An der 3? Nee. Sonst komme ich ja nicht aufs P-Zeichen. Ja, aber da kannst du noch. Ja, aber dann kann ich auch nicht aufs Unterste. Ja, es geht mir bloß, dass es jetzt möglich ist, dass sie sich da weiter runterhängen lassen. Also, ja. Also jetzt an der 2 und danach an der 3. Das ist im Endeffekt nicht mehr kompliziert. Wenn man rausgefunden hat, was das von einem will, Wenn ich den Ankerpunkt manipuliert hätte, könntest du jeden Moment tot sein. Ja. Das stimmt. Aber das wäre nicht alt in die Richtung. Du wirst dein eigener Henker sein, Detektiv. Ganz ohne Frage. Und darüber. Und du hättest eine Rakete benutzen müssen. Na toll. Benutz mal dein Sprüholexier. Ist doch wurscht. Bin doch schon wieder da. Na gut. Hab doch mein Auto. Wozu brauche ich irgendwas anderes, wenn ich mein Auto hab? Das haben sich die Macher von diesem Game wohl auch gedacht. Ja.
du stehst hier auf elektrifiziertem Boden. Ah, du hättest doch dein Auto benutzen können, um der auszuschalten. Echt geil. Ja. Natürlich wolltest du das. Ei! Das war knapp. Ja, das hätte dich fast geschreddert. Hopp, ins Auto. Benutzt die Fernbedienung. Das? Nein. Ah! Ja, ich benutze die Fernbedienung. Heilige Scheiße. Und jetzt ab zur Dreifahrt. Darum und dahin. Und hier runterfallen lassen. Warte mal, die Fernsteuerung beenden und selber. Weil ich muss hier. Wow! Halleluja! Ich dachte, ich steige einfach ein, aber nein, das Auto kommt immer zu mir. Nicht anders. Wie ein gut. Ah, du musst nur bei der 2 den so drehen, dass du dann auf der 3 runterfahren kannst. Ja. Genau. Ist ja, ja eklig. Ich muss auf der 3 runterfahren, ja, muss ich. Ja. Das heißt, die 2 kann ich im Moment drehen über die 1. Ja, du musst halt beim. Nee, du bist bei der 2 wieder ganz runter, wo du auf dem Parkplatz und dann anstatt. Ja, muss ich nicht. Ich kann auch auf der 1 drehen. Das bringt dir nichts. Doch. Mhm. Wirklich? Ja. Weit genug? Ja, weil okay. Ich genau dasselbe. Ah, hör auf, das zu drehen. So, also gucken wir zur 3. Da. Andere Richtung. Das wäre ja, doch nicht. Weiter, ah, nee, weiter. Das geht nicht. Und noch einen. Wahrscheinlich könnte ich gar nicht da drüben weit genug drehen. Doch, da könntest du gehen. Nein, könnte ich eben nicht. Wenn ich die also. Andere runtergefahren wäre, wäre ich nämlich in die Schredder gelandet. Ja, kann sein. Verschießen wir noch ein paar Kugeln ins Nichts. Ich wollte bloß die Winde ausklinken, aber es war im Spiel zu früh. Und langsam, langsam. Jetzt! Ach! Diese Rätsel sind nicht im Mindesten schwierig. Naja, sind bloß dumm. Man muss es nur einmal gepeilt haben, danach ist es immer dasselbe. Und dann noch ein bisschen kämpfen dazu. Ach komm, das bisschen kämpfen gegen 4 ganz stinknormale Gegner ist wirklich egal. Au! Wenigstens kannst du das hacken. Oder abschießen. Ich würde es abschießen. Ich will es hacken. Die Sensoren der Drohne sind. Ich kann nur eine hacken. Aber ich kann immer bloß. Okay. Ah, ich kann immer bloß eine hacken. Die vorige bereits wieder online. Ah nein, nicht einsteigen. Ich muss ja noch auswerfen. So. Okay. Ja, es hängt. Ah, danke. Und vom A? Hey, Eddie, können wir nicht was anderes spielen? Das wird langweilig. Wo ist das A? So ist das A. Der hier. Und dann der Glaubst hier. Glaubst du, er ist clever genug? Na, hoffentlich schummelt Eddie jetzt nicht. Oh. Nein, das würde gegen seine Erde gehen. Ich weiß nicht, warum Catwoman schon so viel Kontakt zu dem Riddler hatte. Ach, die kennen sich doch alle da. Gotham ist ein Nest. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein Autorätsel machen. Ich weiß nicht, warum es da am Schluss dann nochmal so ein riesen Dings gibt. Und eine Tür. Oder nein? Eine Tür geöffnet. Überraschung. Ich dachte, wir müssen noch ein Rätsel machen, bevor die Tür öffnet. Okay. Dann gleich dahin? Ja. Das machen wir. Aber erst im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst uns ein Like, einen Kommentar oder. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Für mehr Riddler Power. Bis dahin. Tschüss. Da hättest du dich ducken müssen. Ja.
Mist. So, und jetzt muss ich das Level in einem Aufwasch machen. Damit ich nicht Nerd-Gessen krieg. Ja. Dann kann es ein Nostalgia-Gessen. Mehr als ein Nerd-Gessen. Ah, Lego! Ich mein, Lego! Das war sowieso das coolste Design. Lego! Und es gab so... Oh mein Gott, ist das tatsächlich der Nachbau dieser Welt? Nein, ach, nicht ganz.